Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit der Misha. Ich dachte mir, jetzt wo wir Misha gelevelt haben, können wir doch mal wieder Misha spielen. Nein. Natürlich hat der Entitus mir befohlen, mal wieder mit Misha zu spielen, weil es schon wieder so lange her ist. Oh, hallo? Hallo? Ja, danke. Das gibt doch bestimmt, ja. Das gibt doch bestimmt mindestens eine Stufe. Sehr schön. So, die rennt fleißig weiter weg. Hat sie Objekte Beschissenheit dabei oder warum sehe ich sie dauernd? Ich habe doch... Habe ich ein Addon drauf? Nee, ne? Eigentlich nicht. Okay, meine Daily ist es. Ja, moin. Komm, wir gehen mal hier durch. Oh, das war's. Atem nehmen? Nee. Okay, hier vorne sind noch mehr Leute. Meine Daily ist es, mich hochzustalken. Ich glaube viermal. Ich habe Beständig und den Zorn des Gespensts dabei. Eine ziemlich gemeine Kombination. Ich habe Blutwächter dabei, in der Hoffnung, dass ich zum einen dran denke. Und zum anderen wir überhaupt so weit kommen. Oh, Lori. Lori, das war ein Fehler. Oh, nee, das war... Okay. Was habe ich sie denn getroffen? So, komm du mal her. Und dich erwischen wir aber auch noch. So, danke fürs Abfahren. Die scheint... Hier ist noch jemand. Oder ich hab... Oder waren das meine Schritte? Hm, zwei Generatoren sind durch. Geht aber heute wieder zügig. So, sie wird hier hingehangen. Wie sieht's jetzt aus? Die andere hat ja wie gesagt einen Strike dabei, gehe ich mal von aus. Ja, okay. Ist nicht so tragisch. Und da haben wir den Disconnect. Die Disconnected, die so abgefarmt hat. Ich glaube, mein Schwein pfeift, ey. Das gibt's nicht. Verrückt. Die hat übrigens tatsächlich Objekt der Beschissenheit dabei. Ah, Sekunde. Wir lassen sie mal laufen. So, wir rennen so rum. Ja, moin. Ah, ist sie nicht durchgesprungen. Das ist schon mal sehr schön für uns. Ja, er hat echt Objekte der Beschissenheit dabei. Sieht man auch nicht so oft, ne? Ich lasse den Gen mal hier weiter ticken. Kein Problem. Oh, die rennt noch weiter. Oh, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Guter Move. Hat sie hart im Nehmen, ja. So, kurz vor der Eskalation. Dann kommst du halt wieder ran. Du hast Objekte Beschissenheit dabei, das weißt du doch. Also, solltest du zumindest wissen, hoffentlich. Na komm, dreh um. Macht sie leider nicht. Ja, moin. Dann bin ich wieder da. Kein Problem. Okay. Ich hätte die Palette vielleicht noch kaputt machen sollen, die andere. What you doing, bruh? Spielt sie nur mit Lori Perks oder was da los? Kommt hier hinten hin. Drei Gens sind schon durch. Also ich muss sagen, die Generatoren, die ballern die ganz schön durch, oder? Naja, gut, okay. Wir haben ja notfalls noch den Blutwächter dabei, Leute. Alles easy. Wir nehmen dann mal eben... Ach, das war die erste Palette sogar. Okay. Bin irgendwie davon ausgegangen, dass da schon andere Paletten gezogen wurden. So, hier wurde ja vorhin auch schon mal dran gearbeitet. Jetzt aber nicht mehr. Die drei Gens, die sind einigermaßen nah beieinander. Vielleicht soll ich versuchen, dass ich die zumindest... Die rennt mir volle Kanne rein. Also wenn sie mir jetzt reinrennt... Ich sehe sie halt die ganze Zeit. Ganz ehrlich. Also, naja, hier ist jemand. Okay. Wollte schon sagen, wenn sie es jetzt so scheiße benutzt... Dann hat sie selber Schuld... Aber jetzt hat sie nochmal Glück gehabt, ja, weil hier die andere Mac sich nochmal angeboten hat. Also, ab an den Haken mit dir, da vorne hin. Das ist halt, wenn jemand Objekt der Beschissenheit spielt, aber es halt so schlecht spielt, dass du die ganze Zeit siehst, was sollst du denn machen? Also, dann könnte ich auch nicht sagen, ey, du hast mich aber getunnelt. Ja, wenn du dich die ganze Zeit zeigst, also ganz ehrlich, ist halt vielleicht auch nicht ganz so intelligent. Okay, das Ding ist kaputt. Ach komm.
Einfach nur, um ihr die Lektion zu erteilen. Machen wir das mal eben. So, will die andere jetzt nicht abhängen schnell? Nee, will sie scheinbar nicht. Schade. Die brauche ich ja noch fürs Barbecue. Mein Barbecue ist nämlich noch nicht vollständig. Ich weiß gar nicht, wurde der Bug behoben? Es gab ja gestern einen Patch, wo einiges wieder behoben wurde. Ich glaube, das gehört bestimmt auch dazu. So, hier sind die Spuren. Aber von wem? Von der Verletzten. Naja, gut, okay. Wo ist denn die andere hin? Dass die Verletzte halt auch einfach da jetzt so stehen bleibt. Ah, okay. So, komm, lass dich doch mal ein bisschen stalken. Dankeschön. Ja, moin. Hat vorhin auch schon mal geklappt bei ihr. Finde ich gut. Aber hatte ich die dann nicht schon? Ach nee, ich hab dann wieder auf die Mac geswitcht, ne? Da ist sie. Wir rennen so rum, ja? Aber sie fällt immerhin nicht dreimal auf den Trick rein. Das ist ja auch schon mal was wert. So, wir nehmen das aus dem Spiel. Sie ist nicht durchgesprungen. Da rennt sie. Das ist die erste Palette jetzt für den Zorn des Gespensts. Könnte man sich ja denken eigentlich. Und zack. So, du dürftest jetzt eigentlich mein Barbecue komplett machen, oder? Und dann gucken wir mal, ob wir die andere... Wow. Die andere hat gerade Krach gemacht. Das finde ich ja schon mal sehr nice von dir. Die rennt hinten rum. Dann gehen wir so rum. Also sie könnte natürlich jetzt auch hier durch... Oh, sie hat sich jetzt hochgeheilt. Wieso hat sie denn damit so lange gewartet? Ah, da ist die Mac. Ist wieder zurück. Okay. Mac, ich habe Zeit. Dein Freund am Haken nicht. So. Einmal noch gerne eskalieren hier. Stufe 3. Sehr schön. Und dann war's das. Ich sollte meine Daily fertig haben. Der Bug ist behoben mit dem Barbecue übrigens. Also, das war ja sowieso nur ein Anzeigefehler. Jetzt ist er aber wieder raus. Die anderen Dinge sind auch soweit behoben. Und ja, der Micha kann's noch immer, Leute. War eine knackige, schnelle Runde. Aber ich muss sagen, die Survivor waren auch echt schnell unterwegs. Also die drei Generatoren gingen ja richtig zügig an. Der hier ist auch sogar schon relativ weit. Naja, wenn es am Ende gereicht hat, ist halt ein bisschen ärgerlich wieder. Die Lori hat erstmal direkt schön disconnected. Der Klassiker irgendwie, ne? Irgendwie hast du immer einen mit drin, der disconnected. Obwohl, es wird jetzt wieder weniger. Jetzt, wo wieder die Devs gesagt haben, ja, sie bannen wieder Leute dafür. Wurde es ein bisschen weniger mit dem Disconnects. Aber trotzdem hat halt wieder die Runde für die anderen drei ganz schön kaputt gemacht, ne? Dann auch jemand mit Objekt der Beschissenheit dabei, der es nicht so wirklich gut einsetzen konnte. Kann ich selber auch nicht. Von daher, ja, no hate. Aber dann würde ich es halt nicht mitnehmen. Also, ich nehme es halt auch manchmal mit, weil Randomizer und so. Aber wenn man halt nicht wirklich damit umgehen kann, sollte man es lassen. Ich meine, sie hat sich nicht zwei, dreimal damit verraten, ne? Naja. Okay. Hat man halt mal. Unbarmherziger Killer. So, meine Daily ist fertig. Und der Micha muss halt unbarmherzig sein. So ist es halt, ja. Mir wird ja immer gesagt, wenn du Micha spielst, Grants, mach mal ein bisschen mehr hier. Geh mal in deiner Rolle auf. So. Ja, Blutpunkte. Hätten mehr sein können. Hatten noch ein Offering gedroppt. Barbecue war vollständig. Der Pip ist auf jeden Fall da. Immerhin etwas. Und die hat sogar auch noch den Strike gehabt. Oh, hier, die eine war ja gerade mal Level 15. Die hat Verwandt dabei gehabt. Wer war das denn? Das muss dann ja ein Premade-Team gewesen sein, Leute. Wenn man das mal sich anschaut, das sind ja hier 6, 12, 27. Sind grad mal, gemeinsam sind die gerade mal Level 27. Durch 4, ja, bis ungefähr auf Rang 8. Dann kommt das fast hin mit meinem Rang. Fast. Das sind also Premates gewesen. Oder? Würde ich jetzt mal einfach... Ah ja, guck mal hier, die hat ja sogar noch einen Insta-Heal dabei gehabt. Okay.
Wahrscheinlich auf 12, 8 konnte sie sich einmal hochheilen. Ja. Naja gut, Leute, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Der Micha hat mal wieder geregelt. Daily ist auch fertig. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.